Italia, buongiorno amici. Wir sind Italia. Buongiorno Italia, Anna. Das schauen wir uns jetzt an.
Das heißt, der Berg ist Tofana di Mezzo, 3224, na bitte. So, das ist jetzt, wie das heißt, habe ich gesagt, Tofana di Mezzo. Das heißt, es gibt eine größere Tofana und Mezzo ist so halbert, oder? Mezzo ist die Mitte, oder? Mezzo. Also die halbert. Mezzo Litro ist halber Liter. Ja, die halberte Tofana. Wo ist der Rest? Was weißt du nie? Was fragst du mir solche Sachen? Was weißt du nie, wo die andere Tofana ist? Keine Ahnung. Haben die auch ist rosa. Hast du das gesehen? Naja, deswegen leuchten die auch so im Herbstlicht. Mhm. Naja, fahren wir weiter. Ja. Also ich weiß nicht, Falzarego-Café oder? Nein, Grödnerjoch. Grödnerjoch, das ist ein Zettel. Ja, macht ja nichts. Sind wir bald dort. Ist jetzt zu spät. Wer war so, hat gesagt, die Frau kann ruhig einen Führerschein machen. Das habe ich jetzt davon, nicht? Thank you.
Schatzi? Ja. Wo bist du denn? Da. Wo sind die Berg? Ich weiß nicht. Die haben es abgebaut über Nacht. Alles in den Wolken. Abgebaut. Vielleicht hat es deswegen Wolkenstein. Scheiße. Och, 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 das nächste Joch. Ein kurzer Fotostopp, bevor wir uns da hinauf bewegen. Das ist die Auffahrt auf den Passo Falzarego. Das schaut sehr abenteuerlich aus, würde ich meinen. Bin schon neugierig.
Also das war offensichtlich einmal ein Schild vom Passo de Guiau, aber leider sehen tut man nichts mehr, mal anders suchen. Da rechts drüben sind die Cinque Torre. Leider sieht man es nicht, aber wenn man sich das da vorstellt, da hinten ist der Nebel und da sind die fünf Finger. Ja. Ja, also nicht gleich jetzt rechts, sondern ein bisschen später rechts. Ich drehe jetzt einmal an und dann melden wir uns wieder. Passo Fedaya, nächstes Ziel.